Hallo ihr Lieben, ja wie versprochen, gleich ein Haul hinterher und zwar ein bisschen gemischt. Einmal habe ich ein paar Sachen aus China und dann war ich bei TEDx einkaufen und was ich bekommen habe, zeige ich euch. Einmal habe ich dieses Stempelchen hier bekommen. Dann habe ich dieses Stempelset bekommen mit den Meerjungfrauen. Dazu hatte ich mir mal die Stanzen aus Versehen bestellt. Und ja, da musste ich mir natürlich das Stempelset auch noch holen, wenn ich jetzt die Stanzen schon hatte. Deswegen habe ich das nochmal mitgenommen. Dann dieses hier endlich angekommen. Das war tatsächlich über 2 Monate unterwegs. Also bei diesem Shop dauert es ein wenig länger, bis die Sachen kommen. Aber es ist ein sehr schönes Stempelset, weil man eben so viel variieren kann. Also diesen Baum und dann eben die verschiedenen Blätter oder hier Herzen, da Blumen, da Blätter, kann man eben verschiedene Sachen dran machen. Ein paar auch, die hier so runterfallen. Also fand ich sehr schön. Und deswegen hatte ich mir das auch mitbestellt. Ja, dann hatte ich dieses hier noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt hatte oder nicht. Eigentlich glaube ich nicht. Und dann habe ich noch ein Framelit-Set mir bestellt. Und zwar ist das passend zu einem Stempelset, was ich euch garantiert schon gezeigt habe, weil ich das auch schon oft benutzt habe und auch schon Tutorials mitgemacht habe, wo wir eine Weihnachtskarte zum Beispiel, so eine Winterkarte habe ich da gebastelt. Das kann ich euch auch nochmal verlinken, welches Video das war. Auf jeden Fall ja, sind das jetzt die Stanzteile dazu. Und ich habe es auch einmal schon ausprobiert und habe es schon koloriert. Und es ist wirklich sehr süß geworden. Upsi, jetzt verschiebt sich hier alles, das wollte ich gar nicht. Ja, also die Stanz wunderbar. Und ja, so sehen die Teilchen dann aus. Ich hatte jetzt nicht alles komplett ausgestanzt, aber wenigstens einmal die Tierchen und so ein paar Sachen, die mich halt angesprochen haben. Und ja, so die Schneebälle oder so, das ist ja jetzt auch nicht so besonders, das kann man auch mal so schnell machen. Ja, das sind halt die Sachen, die ich dann koloriert und dann eben auch gleich ausgestanzt hatte. Ja, und das war es auch schon von China. Also so viel war es hier gar nicht. Ja, und wir machen weiter mit TEDx. Bei TEDx habe ich mir geholt unter anderem diese Sticker hier. Kristallsticker, Buchstaben 55 Stück sind hier drin. Kosten so ungefähr 1,50 €. Ich habe die Preise leider nicht im Kopf und ich habe den Bon auch ehrlich gesagt nicht mehr. Also die haben einmal hier sowieso so ein bisschen Glitzer, das seht ihr ja, aber vielleicht seht ihr das auch. Die haben hier auch nochmal Strasssteinchen aufgeklebt. Und das fand ich ganz süß, so als Deko irgendwo drauf. Und dann eben einmal rot, einmal blau. Dann hatte ich nämlich mal was ganz anderes hier, Acrylfarbe, ja, für Silikon zum Anmischen oder ja auch zum Malen oder für Resin kann man es ja auch benutzen. Also auf jeden Fall Acrylfarbe, weil mein Rosa nämlich so gut wie leer war. Dann habe ich nochmals dicker und zwar diese hier. Ja, die könnte man theoretisch auch eingießen. Das sind ja so Gelsticker. Und ich fand die Sterne ganz süß. Ich finde die auch jetzt zu Weihnachten passend. Und ja, sie glitzern bunt, ne? Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Und die kamen gleich zweimal mit. Dann fand ich diese hier noch ganz nett. Diese Strasssteinchen. Und dann habe ich dieses hier mitgenommen. Ach, seht ihr, das habe ich sogar zweimal. Ist noch einmal dazwischen gerutscht. Und dann habe ich diese hier mitgenommen. Ja, die sind im Prinzip immer gleich. Und das sind, die sehen aus wie so viele kleine Perlen auf so ein Häufchen geklebt. Und das fand ich ganz süß. Ich finde für alles Mögliche, für Scrapbook oder Fotoalben, alles Mögliche, Pocketletter, ich kann mir die auf fast allem vorstellen. Und deswegen habe ich mir die auch gleich 4-mal mitgenommen. Und die waren auch nicht so teuer. Ich denke auch so um die 1,50 €, maximal 2 €, aber genau weiß ich es leider nicht. Und dann komme ich auch schon zum letzten, was ich mir bei TEDx noch gekauft habe, und zwar diese 3D-Sticker. Und die fand ich auch super süß, vor allem diesen Panda hier oben, aber auch den Fuchs oder ja, einfach alle.
Die sind alle wirklich süß und wie gesagt, es sind halt hier, ne, einmal 3D sowieso, weil sie hier halt so übereinander geklebt sind und dann eben aber auch nochmal mit so einem dicken Luftpolster. Und die habe ich mir auch zweimal mitgenommen, auch dieser Koala-Bär hier oben, total niedlich. Ja, ich fand die richtig, richtig süß und deswegen habe ich mir die auch gleich zweimal mitgenommen. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. War jetzt nicht so viel. Ich hatte es versprochen, deswegen habe ich es jetzt noch hinterhergeworfen und ich wollte jetzt auch nicht noch länger warten, weil ich dann überhaupt gar nicht mehr weiß manchmal, wo ich die Sachen überhaupt her habe, wenn ich dann die Bons nicht dabei habe in der Tüte. Und deswegen wollte ich es jetzt einmal abfilmen, damit ihr das auch noch mitbekommen habt. Ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss.